Hallo, hallo, hallo! Hallo! Wir sind wieder da. Kann ich hier eigentlich sagen? Hallo! Cool. Nein, was ich jetzt getan? Was hast du jetzt getan? Ich wollte cool schreiben und jetzt habe ich offensichtlich damit irgendwelche Fenster und sowas geöffnet. Das ist klasse. Great. Awesome. Ja. Ja, das erinnert mich an was. Banane. Ja. Du bist, was du isst. Das erinnert mich an Bananas. Ah, die Speedrunnerin, die Zelda Oracle of Seasons gespielt hat. Yep. Ich hab's nicht mal komplett gesehen. Hat sie auch noch Oracle of Ages gespielt? Nee, wohl nicht. Die hat nur... Also es war, glaube ich, eine hier Bit-Challenge-Dings, whatever, okay. Welches gespielt wird. Weiß nicht mehr genau. Es wurde aber nur eins gespielt. Schade, ich hätte gern beide gesehen. Aber gut, für diejenigen von euch, die jetzt nicht ganz auf dem Laufenden sind, worum es geht, wir reden über den Speedrun-Marathon Summer Games Done Quick, der jetzt um diese Zeit, wenn ihr dieses Video hier seht, wenn es freigeschaltet ist, schon vorbei ist. Bei uns ist es noch im Gange und ja, wurden tolle Sachen gezeigt. Am geilsten war immer noch Metal Wolf Chaos. War das ja, ich glaube, so hieß das irgendwie. Von ja. From Software für die Xbox in Japan. WTF. Ich brauch das Spiel. Ich brauch das Spiel. Egal wie, ich brauch das Ding. Japan-only Xbox-Titel. Und zwar die alte Xbox. Die ganz alte Xbox. Ah, herrlich, ey. So much America. Beziehungsweise, whatever. Ja, das, ja. Die besten Jokes aus diesem Spiel. Das Spiel war wirklich America pur. Believe in your own justice. America the Game. So, zurück zum Spiel. Das ist Starbound. Das ist immer noch nicht fertig. Nein, Chuck LeFish hatte in der Zeit, wo wir weg waren, noch kein Wunder bewirkt. Und ich beame jetzt mal auf dein Schiff. Der Plan ist, dass wir einen neuen Planeten anreisen. Und zwar mit deinem Schiff. Ja. Weil damit mein Schiff im Orbit von diesem Level 9 Planeten bleiben kann, dass wir gegebenenfalls die Waffen aufrüsten können. Die Frage ist jetzt, in welchen Sektor wir reisen werden. Die Frage ist ja auch in was? Auf was für einen Planet? Den darfst du dir lustigerweise aussuchen. Also da halte ich mich dann frei raus. Gib uns etwas, was wir noch nicht hatten. Das wäre mal nett zur Abwechslung. Gib uns was ja, wir noch gar nicht hatten. Der Plan ist ja quasi... sich so hochzuarbeiten. Nicht, dass momentan irgendeinen Sinn ergeben würde, aber... Jetzt muss ich doch nochmal hier in die Maschine reingucken. Tut dir keinen Zwang an, ich spiele in der Zeit ein bisschen auf der Gitarre. Den... Awake, Sweet Love, what the hell? Band Upgrade. DDS. Nee, das war ja falsch. Klingt irgendwie ein bisschen lame. Ach, zwei Sachen können wir, glaube ich, hier noch machen. Wie viel Aggie-Salt haben wir noch? Oh. Ach nee, also nicht hier, aber generell. Obwohl, nee, da müssen wir auch schon. Ich guck mal eben. Eventuell müsste ich noch welches in den Dings packen, dass er das konvertiert. Brauchen wir das reine Ohr oder brauchen wir die verarbeiteten Bars? Wir bräuchten Bars. 213 Ohr sind das, glaube ich. Ich schau die mal in den Mixer. Nicht in den Mixer, aber du weißt, was ich meine. Wir bräuchten 80 Bars. Hab ich noch welches hier? Vielleicht kriegen wir das sogar hin. Wir bräuchten 40 Exalt Bars. Und dann können wir das erste Upgrade schon bauen direkt. Und dann brauchen wir noch für irgendwas. Wie ist das Zeug nochmal? Das macht man dann aus Eggies, Salt Bars und Kohle. Zum Glück haben wir zwei Öfen. Wenn wir jetzt einfach mal
Beide. Den Glitch Furnace und den Dings. Okay, das ist ein bisschen schneller. Ferrozium. Da immer zwei verwendet werden für ein Bar, denke ich mal, kriegen wir auf jeden Fall 80 zusammen. Ja, jedenfalls. Brauchen wir nur einmal 80 oder für uns beide? Nein, nur einmal. Okay. Das ist auch witzig. Die Upgrades, also bisher war es ja so, dass die so quasi... Erstmal, dass man Boss-Mets dafür braucht, das ist ab jetzt dann auch nicht mehr da. Noch nicht da, wahrscheinlich. Große Überraschung. Und eigentlich sollten die sich ja auch irgendwie so quasi konsumieren. Das tun sie auch nicht mehr. Können wir quasi nur einmal das Upgrade bauen und dann, ja. So, ich habe 80 Eggisalt Bar. Wait, das brauche ich noch. Dann könntest du an dem Robot Crafting Table schon mal das Eggisalt Crafting, was auch immer. Gib einfach Upgrade unten ein, dann wirst du es finden. Eggisalt Upgrade. An dem Robotic Crafting Table. Ich meine, das müsste der Robotic Crafting Table sein. Ja, Eggisalt Tag Upgrade. Ja. Das braucht jeweils 40. Also eins für dich, eins für mich, nehme ich an, ne? Nein, eins nur. Da brauchen wir eigentlich nur 40. Ja, die anderen brauchen wir, um daher nachher das nächste Material draus zu machen, weil es immer ein direkt abgebautes und ein mit Kohle erweitertes gibt. Ah, das heißt, ich muss das, die Eggisalt Bar auch nochmal mit Kohle versehen. Ja, das musst du aber erst können. Ah, I see, okay. Deshalb musst du jetzt erst das Upgrade bauen, dann benutzt du das und dann gibst du es mir. Use Update. Sollte sich eigentlich nicht verbrauchen. Nee, hat es auch nicht, lustigerweise. So. Ja. Übelst sinnvoll, dass das so ist. Broken as fuck. Thank you, Chuklifish. Thank you. Cool, habe ich glaube ich noch im Inventar, das sollte reichen. Auch an der Metalbox Station nehme ich an. Das, Ja, das müsste jetzt Ferrozium heißen. Ah, okay, ich wollte es jetzt nicht, okay, nicht hier. Tu die dann hier unten in die dritte Kiste einfach rein. Ferrozium ist an der Metalwork Station. Ferrozium war Coal und eigentlich ist dort war. Ich glaube, mir fehlen dann noch 10 Coal. Da habe ich, brauche ich noch ein bisschen Kohle. Coal habe ich jetzt dann auch noch, wenn du noch mehr brauchst. Oder ist da noch genug drin? Wir haben genug Kohle. Okay. Über 700 Einheiten Kohle. Ich denke, damit kommen wir erstmal eine Weile hin. Ja. Durchaus. Könnte man so sagen. Ferrocium Bar. Und da haben wir jetzt schöne Sachen. Jetzt kann ich ein Bett rausbauen oder einen Stuhl oder eine Tür oder ein Licht, aber ich glaube, das soll ich nicht machen. Nein, ich baue lieber das Upgrade. Ferrocium Tech Upgrade. Und ich nehme an, auch dieses ist unconsumable. Let's test this. Oh yeah. Und in your face. Schön, wie es zu dir rüber geslidet ist über den Ofen. Sehr schön. Weißt du auch, warum es das getan hat? Weil es der Präsident. Because I'm the President of the United Nations. Okay, lass das. Metal Blade Wolf ist. No. So, jetzt muss ich nochmal gucken, was ich eigentlich eben gucken wollte, nämlich. Das nächste danach ist das. Ceruleum Upgrade. Und dafür müssen wir. Auf Level 7 Planet. Ab da kann man das farmen. Jetzt ist die Frage... Was mich jetzt interessiert, wo kriege ich eine neue Rüstung und warum? Brauche ich eine neue Rüstung? Kriege ich überhaupt eine neue Rüstung? Ich glaube, 7 nicht. Müssten wir eigentlich noch so schaffen mit den Waffen vom Level 9 Planet. Guck grad mal.
Also 7 sollte so gehen. Und machst einfach alles, was die Rüstung nicht kann, durch Damage. Gucken. Ja, das ist Steel, Copper. Nee. Hier nicht, lustigerweise. Keine Ahnung, wo man das dann jetzt noch craftet. Ja, es gibt da immer eine neue Rüstung für jedes Material, aber man muss halt dann auch erstmal wieder 67 davon zusammensammeln und so. So, Level 7. Na, dann Sektor. Dann suchen wir uns einen schönen Level 7 Planeten aus, im Sektor X. Nehmen wir doch den hier einfach direkt. Erster Planet, den ich hier finde. Obwohl, eigentlich wäre es günstiger einzunehmen und Level, ich glaube 9 müsste dann direkt das nächste sein. Einzunehmen, wo Level 9 Planet direkt daneben ist. Toll, hier ist 8 und 10. Super. Sieben und sechs? Nein. Nicht? Sieben und sechs sind gut. Ich meine, oder nicht? Ja, wir brauchen aber sieben und neun. Dann müssen wir nicht mehr so weit fliegen beim zweiten Mal. Wir haben die Kohle. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Mini-Sonne mit einem einzigen Planet. Asteroidenfeld habe ich auch keine Lust zu. Immer so hässlich. Ah, hier ist was. 7 und. Ne, 7 und 10. Hm. 7. Könnte ein bisschen knifflig werden. Ja, ich glaube 10 ist echt nochmal übel. Ah, komm schon. Kann doch nicht so lange dauern hier, dass ich hier Hälfte der Sendezeit verbrauche, um Planeten zu finden. Oh, ja. Da habe ich das gefunden. Okay, gib die Koordinaten ein und ich starte das Solo. Auf geht's! Ich spiele gerade Sarabande als Band DDS, kleingeschrieben. Wenn du mitspielen willst, dann tu dir keinen Zwang an. Ich bei mir gar nicht höre, wie du spielst. Irgendwie ist das anscheinend verpackt. Weil du wahrscheinlich nicht in der Band drin bist und das jetzt auch nicht mitspielst. Sekunde. Sarabande als Band DDS. Und dann auf Play. Ich mach mal ja. Was? Wo ist das denn? Sarabande unter S wie Sarabande. Runterscrollen. Enter Bandname DDS in einem eingeben und dann da. Oh mein Gott. Ja, jetzt höre ich beides. Schöner Planet. Schöne Musik. Ich schöner sagen, Planet wird sich noch zeigen, ja. Welches Biom? Hab ich vergessen. Sieht aus wie irgendwas Grassland mit Schnee oder so. Okay, dann nehme ich meine Axt und wir hauen mal voll auf die Kacke. Are you ready? Klar. Ich nicht. Und du? Oh, Schnee. X-Eta per Majoris 4A. Schon wieder per Majoris. Klatsch. Look at Snow. Oh, wir haben Giftwasser. Klasse. Das ist Ceruleum Ore. Ach ja, genau. Das blaue Zeug da. Das blaue Zeug. Das impliziert Lila auch der Name. Doch immer. Davon brauchen wir jetzt halt auch wieder. So, dass wir 80 Barren machen können. Gleiche System wie eben. Direkt mal ein bisschen Kohle noch mitnehmen hier. Na toll. Was machst du da?
Oh, oben ist das Azurerz. Was ist das weiße Zeug? Es ist Silber. Immerhin haben wir jetzt was gegen Werwölfe. Oh. Oh. Miep? Ich will nicht. Ich glaub, die sind immer gefährlich, egal wie gut man ausgerüstet ist. Jetzt ist ja gerade nicht so geil hier. Ne? Ach toll, jetzt springt er hinter den Hügel. Oh shit. Jetzt hier eh noch so ein Loch reinmachen. Hehe. Hier hat reicht auf. So irgendwas, wo die Granatenwerfer oder so, wo man die Kugeln da so rüberschmeißen kann über den. Ich befürchte fast nein. Ja toll, das Falsche gesprungen. Wieso kann ich nicht schießen? Achso. Weiß ich nicht. Weil dein Aiming sagt. Guck, ich da hochkomme, ne? Vielleicht kann ich von da oben treffen. Ah! Bin sogar getroffen, ohne dass ich ihn sehen konnte. Oh! Muah. Pirate Robot Dagger. Oh, was nice. Kann der denn? Der sieht ganz nett aus. Der Decker hat eine kurze Reichweite. Ich glaube, das Ding ist verglitscht. Weil ich halte gerade den Pirate Robot Decker mit einer Hand und das. Hier ist doch normal bei Einhandwaffen. Dual Wield. Dual Wield! Oh mein Gott! Dual Wield! Deshalb kannst du ja auch eine Einhandwaffe und ein Schild halten. Oh yeah! Dual Wield. Awesome. I love it. Oder anders gesagt, kein Arsch braucht Schilde. Kann auch. Eine Pistole und ein. Nee. Tut das nicht. Nee, man kann auch eine Pistole und ein Schwert halten, aber irgendwie will er gerade nicht. Das war aber irgendwie. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Wo war ich dran, bevor du gemerkt hast, dass man Einhandwaffen dual wielden kann? I have no idea. Oh, peaceful mobs. Naja, mal schauen, wie lange noch. Oh, schick die Waffe ein. Wir haben ein Haus. Pack die Waffe aus. Wir haben Vasen. NPC ist hier. Ich komme mir vor wie Link. Hallo, NPC. Hallo. So, natürlich muss das mitgenommen werden, um es in den 3D-Drucker zu packen. Hi. Oh, it's an avian. More like birds of a feather. No, I don't think so. Okay, man kann sagen, die Level 9 Waffen reicht dir. Ja, ich würde sagen, wir ohne diesen Planeten jetzt mal gut weg. Dunkelblaue Eichhörnchen. Das hellgrüne da könnte Plutonium sein. Bin mir noch nicht ganz sicher. Es ist ein Anin-Plutonium, Uran. Und das ist es auch. Sehr gut. Diamanten. Oder? Ja.
Kiste. First. 5 Diamond. Was? Übelste Kiste. Iron Ore. 480 Pixel und ein Wooden Craft. What the fuck? Ein Wooden Craft? What the fuck? Ja. Genau das. Ich schau mal mein Schild da rein. Habe ich irgendwie jetzt momentan kein Verlangen dazu. Thanks, Bro. Ich mach gar kein Damage, der Scheiß, ne? Übelster Kack. Das war jetzt schon ein bisschen grenzwertig, die Aktion. Für dich? Ja, für wen sonst? Für mich war das nicht grenzwertig, aber ich habe kein Damage gemacht. Übelster Skill hier, Mech rumlaufen und so und kann ja nicht. Ich glaube, die Kohle hier nehme ich noch mit. Kohle ist gut. Flares und Silverbar. Zeig dir mal, wie das geht. Zack. Immer mal ausprobieren, die Flare. Wie die Hacks im Walde. Macht hell. Geht so, ne? Unten in dem grünen Wasser ist jetzt schwarzes Wasser. Man sieht trotzdem nicht mehr als vorher. Aber das, naja. Oh. Oh. Jetzt ist Vorkommen gefunden. Scheint gar nicht mal so selten zu sein, das Zeug. Wobei man das eigentlich hätte erwarten können. Jetzt vom Level her, von dem Planeten, von dem Rohstoff oder so. Es droppt halt wohl ab hier auch auf höheren, aber ja. Ist halt so eine Sache, ne? Macht's dann ja nicht einfacher zu farmen für uns. Nee, leider nicht. So, und ich glaube, so langsam können wir uns mit diesen Eindrücken, Bildern, Impressionen vom neuen Planeten. Oh, guck mal, blauer, tote, irgendwas. Verabschieden und zumindest. Oh, es ist geflohen. Es haut ab. Es wird dunkel. Ups. Nicht gut. Nicht gut. Oh, aber da sind noch dunkelblaue Eichhörnchen. Die nehme ich noch mit. In dieser Hinsicht besten Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und whatever. Tschüss.